Als Vorsitzender der Koordinierungsgruppe Türkei beim SPD-Parteivorstand möchte ich Ihnen zu Ihrer Gründungsversammlung der Deutsch-Kurdischen Juristenvereinigung alles Gute wünschen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich zusammentun, um etwas Wichtiges zu machen. Zum einen, Sie engagieren sich in der Zivilgesellschaft und als Juristinnen und Juristen engagieren Sie sich dafür, dass nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts. Dass Sie dafür sorgen, dass in der deutschen Zivilgesellschaft, aber auch in der türkischen Zivilgesellschaft, auch in Bereichen von regionalen Gebieten im Nordirak oder auch in Syrien, Kurdinnen und Kurden in der Zivilgesellschaft mit dafür sorgen, dass Toleranz, dass die Stärke des Rechts, dass die Gleichheit vor dem Recht eine Chance bekommt. Das ist eine wichtige Aufgabe, der Sie sich stellen, und zu dieser Aufgabe wünsche ich Ihnen alles Gute.